Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Pambox. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die Pamela Reif in Kooperation mit About Food, heißt die mittlerweile, herausgebracht hat. Die erscheint alle 2 Monate, kostet ab 26,90 Euro pro Box. Und wir haben 6 bis 8 Snack- und Foodprodukte enthalten und irgendwie ein Produkt davon ist Non-Food. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch einen Freunde-Werben-Freunden-Link reingesetzt, denn dieses Video ist nicht irgendwie in Kooperation oder sonst irgendwas und wird es wahrscheinlich auch nie sein, denn ich habe für mein letztes Video eine Instagram-Nachricht bekommen von einer Firma, die ich dort auch quasi in der Box drin hatte. Und die wollten doch tatsächlich, dass ich einen Part, den ich dort im Video über sie gesagt habe, rausschneide, der vielleicht ein kleines bisschen kritisch war. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass aus diesem Mund tatsächlich meine Meinung rauskommt. Und die lasse ich mir auch nicht verbieten. Also ich glaube, dass ihr das genauso seht wie ich. Wir möchten hier eine authentische Geschichte machen und möchten auch eine ehrliche Geschichte. Ich möchte euch nicht einen vom Pferd erzählen und da lasse ich mich nicht zensieren. Das mache ich nicht. Und ich habe meine Meinung in manchen Dingen und die äußere ich tatsächlich auch. Und wenn jemandem die Meinung nicht gefällt, dann ist das so. Ne? Das kann man dann halt einfach nicht ändern. Ja, okay. Die Pambox habe ich jetzt hier am Start. Happiness Inside. Da müssen wir mal hineinschauen, ob uns diese Box glücklich macht. Denn manchmal ist es bei diesen Boxen der Fall, dass wir da so ein bisschen Problemchen haben, was den Wert der ganzen Geschichte angeht. Denn ja, da ist dann irgendwie der Wert nicht so hoch wie das, was man dafür bezahlt. Also wir behalten im Hinterkopf, Leute bezahlen zwischen 26,90 und 29,90 pro Box. Und dann hoffen wir mal, dass wir was Feines hier drin haben. Ich habe den Deckel jetzt mal entnommen. Only for you steht hier mit bei auf dem Sticker. Und dann schauen wir mal hinein. Ja, Pamela Reif, das ist eine wunderschöne Fitness-Influencerin. Gar keine Frage, ne? Und hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box. Hauptsächlich sehen wir Krüppelpapier und dann schauen wir mal. Also diese Frau, beautiful, ich weiß nicht, die ist irgendwie 1,55 Meter oder so. Die ist echt 20 cm kleiner als ich. Ist der Wahnsinn. Beautiful. Also einfach für mich richtig, richtig schön. Das ist krass. Egal, okay. So, Vorwort. Hallo. April, April. Wer kommt denn hier ganz in Blau zu deiner Tür reingeflattert? Für eine weitere Farbe in deiner Pambox-Sammlerkollektion. Mann, oh Mann, jetzt ist es schon wieder Frühling. Die Monate verfliegen und ich hoffe, dass du ab und zu landest, um die Kleinigkeiten des Lebens kurz in Ruhe zu genießen. Vielleicht mit einem Pambox-Snack in der Hand? Das bietet sich diesen Monat an, denn unsere Box ist hauptsächlich gefüllt mit Dingen, die du direkt in den Mund schieben kannst. Hallo. Wenig Aufwand, direkt essen. Mit einem Wert von über 40 Euro erwarte dich in diesem Monat Folgendes. Okay, ich glaube, die ein oder andere Person schaut meine Videos, um das mit dem Warenwert nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Interessant. Dann sind die Produkte aufgeführt und als verschönernde Beauty-Überraschung ist hier auch noch was am Start. Sehr schön. Ja, dann schauen wir mal. Zutaten sind hier teilweise aufgelistet. Wenn die Menschen von der Pambox zuschauen, wäre das richtig cool, wenn ihr hier auch noch Preise einblenden würdet. Das würde ich hart feiern. Boah, diese Frau ist so schön. Looking like a snack and eating snacks. Wir können beides. Naja, also ich sehe nicht so aus. Bei aller Liebe, aber ich sehe nicht aus wie so ein Snack. Ich weiß nicht, also nein. Never. Die Frau ist, glaube ich, auch 10 Jahre jünger als ich, ne? Okay. Dann haben wir hier auch noch Upsala Rezepte aufgeführt, beziehungsweise ein Rezept. Zwei Rezepte, oder? Fruchtige Kokosnussporridge mit warmen Kardamombirnen. Und ja, nee, das steht da einfach nur drin. Genau, und das ist das hier, ne? Ich weiß nicht, schmeckt das Kardamombirnen? Mal gucken. Ja, und da kann man das... Jedes Mal haben wir so ein Rezept hier mit dabei. Das finde ich ehrlich gesagt cool. So, dann starten wir mal. Ein Porridge, und zwar in einer richtig großen Größe, was ich schön finde, von Three Bears. Fruchtige Kokosnuss, Fruity Coconut ohne Zuckerzusatz. Das finde ich schön. Das finde ich wirklich toll. Ich mag sehr gerne Porridge. Ich mag gerne Müsli. Das ist voll mein Ding. Ob das groß gesund ist? Jeder so, wie er meint. Ich denke, es ist immer in Maßen alles gesund, so gefühlt, ne? Und
Ja, 400 Gramm sind hier drin, da kriegst du ordentlich was raus, ne? Und das kannst du einfach mit schöner warmer Milch machen und hast dann ein schönes Porridge, kannst du, glaube ich, auch in der Mikrowelle machen. Hier steht es aber auch im Topf oder pur oder mit Toppings genießen, ne? Finde ich schön. Das ist ein sehr sinnvolles Produkt, nicht wahr, Sammy? Genau, da freut Frauchen sich drüber. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier von Pre-Bakes Only 5 Ingredients OT Pockets, die... Ich kann mich da irgendwie dran erinnern, glaube ich. 4x Zimt sind hier drin enthalten. 44 Gramm. Das ist dieses hier. Mit Zimt im April finde ich mutig, ehrlich gesagt. Weil ich würde Zimt jetzt nicht so unbedingt im April sehen. Das ist jetzt eher so Frühling, ne? Eher fruchtig und so. Okay. Oh, das sieht irgendwie geil aus. Ich mag ja gerne so teigige Geschichten. Und das sieht auch sehr saftig aus. Probieren wir mal ein kleines bisschen. Oh. Mhm. Mhm. So was Ähnliches hatten wir schon mal. Mhm. Aber nicht in der Pambox, glaube ich. Entweder bei Sarah Harrison. Mit Vollmond spricht man nicht, ne? Oder in der Degusta-Box. Aber das schmeckt wirklich gut. Trotzdem muss ich ein bisschen was nachtrinken. Und habe es tatsächlich erst zwischen den Zähnen sitzen. Wer diese Box bekommt, sollte auf jeden Fall Kokos mögen, denn hier haben wir als nächstes von Koa Wach Koffein-Schokoriegel mit Guarana und Kokos. Also wenn man hier nicht so der Kokos-Fan ist, dann hat man quasi beim Porridge und bei diesem Produkt halt etwas mit Kokos drin. Ich mag Kokos total gerne. Ich bin auch ein Bounty-Fan. Koffein wie in einer Tasse Espresso, sehr, sehr genial. Kann ich auf jeden Fall mal als Snack zwischendurch echt gebrauchen. Ja. Aber jetzt gerade nicht, weil wir haben es jetzt gerade 20 vor 7 abends. Dann haben wir hier dann wahrscheinlich das, oh interessant, das Beauty-Produkt von Gitti AHA Nail Treatment, Vegan Nail Care. Das ist ja interessant. AHA ist ja Fruchtsäure. Und Fruchtsäure, was macht Fruchtsäure denn mit den Nägeln? Ne? Schauen wir mal ins Heftchen. Man hätte auch Purifying Scrub, Restorative Base und Soothing Rose Water drin haben können. Mal gucken, ob da was irgendwie... Nee, da steht jetzt nichts explizit zu diesem Produkt drin. Ich habe jetzt einfach mal die Douglas Homepage hier geöffnet für den Aha-Moment Gitti AHA Nail Treatment. Damit raue und stumpfe Nageloberflächen der Vergangenheit angehören, solltest du deinen Nägeln regelmäßig ein pflegendes Treatment gönnen. Gewonnen aus Äpfeln, Birnen, Zitronen und Traubenkernen hat die Nagelpflege eine glättende Wirkung. Die klare Wasser-Gel-Textur ist geruchsneutral und sorgt für einen strahlenden und seidigen Effekt. Dein AHA-Moment für die Nägel. Quatsch, dein Aha-Moment für die Nägel. Für schön gepflegte Nägel kannst du das Treatment am besten benutzen, nachdem du deinen Nagellack entfernt hast. Einfach mit dem Pinsel eine dünne Schicht auftragen und gut einwirken lassen. Anschließend kannst du wie gewohnt mit deiner Maniküre weitermachen. Aha! Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wirklich interessant. Also einwirken lassen und nicht abwaschen oder so. Also ich hätte jetzt erst gedacht, das wäre halt wie eine Art Nagelpeeling, aber das ist eher wie ein Nagelserum. Sehr, sehr interessant. Also das werde ich auch in meiner Nagelroutine mal integrieren. Ich kann euch auch mal mein Video verlinken zu meiner aktuellen Nagelroutine. Dann würde ich das hier tatsächlich verwenden, ja, nachdem ich abends dann meine Nägel abgemacht, also meine Maniküre abgemacht habe, ne? Das finde ich spannend und sowas mag ich auch. Und ich habe auch gerade gesehen, dass es preislich ganz nett aussieht. Finde ich wirklich auch dann gerechtfertigt. Ne? Besser im Glas. Gewürz-Avocado-Liebe. Dein Lieblings-Avocado-Topping haben wir hier am Start. Auch sowas finde ich immer schön. Das kannst du natürlich auch für andere Sachen als für eine Avocado verwenden, weil ich persönlich... mag Avocado-Toppings gerne. Ich habe ja auch zum Beispiel das von Just Spices schon mal ausprobiert. Aber das kannst du genauso gut über andere Sachen machen, wie eine Zucchini oder so, ne? Wo du halt einfach ein bisschen mehr Pep reinbringen möchtest. Du hast Freunde zum Brunch eingeladen und brauchst noch den letzten Schliff auf den Avo-Toasts. Ja, Avocado-Toasts, habe ich noch nie wirklich, glaube ich, gegessen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und das kann man auf jeden Fall auch gut verwenden. Hier ist so Salz drin und Paprika und Chili und so. Rosenblüte sehe ich hier auch noch, also steht hier drauf, ne? Nicht schlecht, 49 Gramm. Und ich mag es ehrlich gesagt auch, dass wir das in einem Gläschen haben, dass es durchsichtig ist, dass man das so sehen kann, weil das ist hübsch.
Das finde ich wirklich sehr ansprechend. Es ist noch weiterhin schwer hier drin. Und da haben wir auch ein Getränk noch mit drin enthalten. Malik Mint. Minze und Apfel. Refresh your world. Mit deiner Entscheidung für Malik Mint unterstützt du soziale Projekte. Das ist nett. Und das ist eine Flasche, 0,33 Liter. Ein Erfrischungsgetränk. Also ich habe hier zwar was stehen und ich habe auch... Boah, ey, wie krass wäre das jetzt, wenn ich mit einem... Versuche ich mal mit einer Creme so eine Flasche aufzumachen. Ich habe schon ewig keine Bierflaschen oder so mal mehr so geöffnet, weil ich ja schon seit Ewigkeiten kein... Oh, nee, das geht nicht, weil die natürlich abknickt. Ha! Mit welchem Make-up-Produkt-Challenge? Mit welchem Make-up-Produkt kriege ich so eine Flasche aufgemacht? Das hier ist ein Lippenpflegestift, der aber auch von der... vom Material ja wahrscheinlich etwas zu weich ist. Ja, nee, den mache ich leider kaputt. Ne? Ich brauch was Hartes, Leute. Vielleicht mit sowas? Gott, ich habe das aber auch ehrlich gesagt noch nie gut hingekriegt. Okay, ja. Also mit einem Dominique Cosmetics Lipgloss funktioniert es wohl. Schön. Ich sag mal Prost an dieser Stelle. Schmeckt halt wie ein Tee, ne? Wie Apfelminztee. Ja, ich trinke in letzter Zeit halt super viel Minz- und Salbeitee, weil abstillen und so. Und das hier schmeckt halt echt hart nach einem Minztee mit einem Hauch Apfelsaft drin. Gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie lecker. Ich werde es trinken, hat Kohlensäure mit drin. Aber ich würde es jetzt so nicht nachkaufen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ist das hier vielleicht schon das letzte Produkt? Da habe ich Super Balls drin. Energy Balls und Superfoods. Happy Glow, Apple Chia. No added sugar. 7 Bälle sind hier drin. Snack and Go. Yo. No Junk Food steht hier auch noch mit bei. Ja gut, Chiasamen sind ja auch ja, so ein bisschen Superfood-mäßig. Ne? Das ist auch immer ganz lecker, finde ich. Also das dann auch zu integriert zu haben. Und die sehen schön aus. Guck mal, das sind so... Guck mal hier. So Bällchen. Und das ist ja Sesam dann außen drum zu. Okay. Auch hier haben wir Zimt irgendwie mit drin, ne? Datteln, getrocknete Mandeln, Apfelstücke, Chiasamen, Sesam und Zimt. Ich finde es lecker, passt aber für mich jetzt nicht unbedingt in Frühling. Und das ist es nur gewesen. Ja, eine schöne Geschmacksreise, die ich machen durfte. Man muss definitiv Zimt und Kokos mögen, wenn man diese Box hier bekommt. Was beides ja so kritische Produkte sind, würde ich mal so sagen, als Geschmack. Ne? Ich mag's. Ich bin wirklich so eine... Ja, ich esse sehr viel unterschiedliche Sachen. Ich mag's halt einfach auch. die Getränke oder das Getränk ist auch wirklich eine Geschmackssache, aber ich finde es auch lecker. Das Beauty-Produkt finde ich richtig cool. Das werde ich auch verwenden. Ansonsten, das wird alles soweit vernichtet, aufgegessen. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Also das ist jetzt tatsächlich für mich persönlich mal wieder eine etwas stärkere Box gewesen, auch wenn jetzt der Warenwert nicht so mega hoch ist. Aber wir kriegen wenigstens das wieder raus, was wir für die Box bezahlt haben. Und das ist mir persönlich halt immer wichtig. Schreibt mir gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!